Herzlich willkommen zu unserem Forschungskolloquium, diesmal mit Frau Dr. Iris Lahner, die uns aus Wien bzw. Tübingen besucht. Und das ist jetzt auch schon die Überleitung zu meiner Vorstellung von Frau Lahner, denn Frau Lahner hat sich auch viel mit dem Thema Kritik beschäftigt, ja, mit kritischer Theorie. Mit Kritisieren arbeitet im Moment in Wien an der Akademie der Künste als Postdoc im Rahmen eines Forschungsprojektes, was ihr eigenes ist, ja. Nämlich zur ästhetischen Praxis und Kritikfähigkeit. Sie habilitiert in Tübingen im Rahmen der, kann man sagen, Bildungsphilosophie, allgemeinen Erziehungswissenschaften. Auch in diesem Bereich sehr wahrscheinlich, ne, wahrscheinlich eher Kritik und weniger Ästhetik. Heute ist nochmal das Thema Ästhetik, steht im Mittelpunkt. Sie hat promoviert in der Philosophie über eine Arbeit zu Husserl, Merleau-Ponty und Derrida, ne, zum Thema Bild und Zeit, ist also genau in dieser, sagen wir mal, phänomenologischen und dekonstruktiven Perspektive ausgewiesen und hat das fruchtbar gemacht für einen jetzt gerade herausgekommenen Band, Junius Einführung Ästhetische Bildung. Und dort werden eigentlich die meisten Aspekte, die wir hier irgendwie auch schon angerissen haben, zumindest mal breit diskutiert und dargestellt. Ich gehe das auch mal herum. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Übergebe das Wort und den Titel des Vortrags können Sie dort schon sehen. Es wurde ja auch so angekündigt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo an alle und vielen Dank für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich glaube, es ist wirklich ein perfekter Rahmen sozusagen für mich, irgendwie noch einmal ein paar Dinge, die auch in dem Buch an zentraler Stelle vorkommen, zu diskutieren mit Ihnen hier und heute. Und ich werde heute eine Perspektive einbringen, das habe ich mit Professor Brinkmann vorher schon kurz besprochen, die, glaube ich, bisher im Kolloquium noch nicht so behandelt worden ist, nämlich die Perspektive des britischen Empirismus und Sensualismus. Also der wird heute eine große Rolle spielen. Im Vortrag einerseits, aber dann auch in der Diskussion des Textes von David Hume. Gut, in diesem Sinne steige ich direkt ein mit dem Vortrag zum Thema ästhetische Subjekte und ästhetische Gemeinschaften. Ästhetische Subjekte gelten im abendländischen Denken schon lange als einsam und auf sich allein gestellt. Seit der Renaissance, von Reflexionen über Schönheit und Kunst in der Neuzeit, werden sie als Vereinzelte charakterisiert. Nicht nur die, die Kunst und Schönes schaffen, sondern auch die, die sie betrachten, werden in ihrem solipsistischen Bezug zu den ästhetischen Dingen betrachtet. Und das, obwohl das individuelle Schönheitsempfinden und der Geschmack, also ist ein großes Thema in der Zeit, fast durchwegs als nicht auf die oder den Einzelnen beschränkt, sondern als für die Allgemeinheit gültig verstanden werden. Wenn Gemeinschaft mit Bezug zum ästhetischen Erfahren und Handeln hier thematisiert wird, dann meistens nur implizit als universale Übereinstimmung der ästhetischen Subjekte in ihrem Schönheitsempfinden, also dass sie alle gleich empfinden. Und das macht dann eine Gemeinschaft aus, die als solche nicht sozusagen dezidiert so beschrieben wird, aber die dann implizit so thematisiert wird. Nur selten kommt dabei aber explizit eine ästhetische Gemeinschaft zur Sprache, die nicht von jeher universal und ideal waltet, sondern in der sich die ästhetischen Subjekte real, also in der Welt bewegen, in der sie womöglicherweise sogar ästhetisch sozialisiert werden oder die sie selbst durch das Zusammenwirken mit anderen in unterschiedlichen Formen konstituieren könnten. Problematisiert wird das Verhältnis von ästhetischem Subjekt und ästhetischer Gemeinschaft in diesen Positionen zu der Zeit aber gar nicht. Diese Überbetonung des einsamen ästhetischen Subjekts, das in seiner Beziehung zum ästhetischen Ding ohne gelebten Verhältnis zu anderen steht, bestimmt den Diskurs der Ästhetik bis heute. Also das ist nicht nur im 18. Jahrhundert in der Neuzeit so, sondern heute auch noch großteils.
nicht nur das ästhetische Subjekt in seiner Genese und Entstehung differenziert zu erörtern, wie es Theorien der ästhetischen Bildung ja tun, sondern auch seine Beziehung zu anderen ästhetischen Subjekten und seine Eingebundenheit in eine oder vielleicht sogar multiple ästhetische Gemeinschaften zu denken, ist aber meines Erachtens für eine Theorie der ästhetischen Bildung zentral. Wenn nämlich nicht bedacht wird, wie die oder der Einzelne im Austausch oder in der Abgrenzung von anderen ästhetische Wahrnehmungen ausbildet, ästhetische Urteile differenziert oder vielleicht sogar verändert und ästhetische Strategien entwickelt, so kann die Bildungsdimension im Bereich der Ästhetik nur unzureichend und ausschnittweise untersucht werden. Ich werde daher heute versuchen, in der Diskussion von exemplarischen Theorien einen Einblick in die Reichweite der Frage nach dem Verhältnis von ästhetischem Subjekt und ästhetischer Gemeinschaft für das Nachdenken über ästhetische Bildung zu geben. Das 18. Jahrhundert wird in der Philosophiegeschichte nicht nur als der Höhepunkt des neuzeitlichen und die Grundlegung des modernen Denkens gefeiert. Es gilt auch als das Jahrhundert der Ästhetik. In allen etablierten europäischen Denkschulen mehren sich ab 1700 Reflexionen über ästhetische Themen. In meinem Vortrag möchte ich auf eine Spannung hinweisen, die sich in dieser Zeit zwischen zwei Extrempositionen zu entwickeln beginnt. Wenn auch nicht mit derselben thematischen Konsequenz betreffend ästhetischen Subjekt und ästhetischen Gemeinschaft, wie sie heute für mich im Zentrum steht. Die Spannung ist aber trotzdem wichtig für die Diskussion dieses Verhältnisses. Es handelt sich um die Spannung zwischen einer Linie, die auf die Natürlichkeit der ästhetischen Erfahrung pocht und in der Folge verneint, dass es so etwas wie die schrittweise Entstehung und Bildung eines ästhetischen Subjekts gibt. Das ist also die eine Linie. Und die zweite Linie, die Notwendigkeit des Übens und Wiederholens, des gezielten Verbesserns und des Kompetenzerwerbs im Bereich des ästhetischen Erfahrens betont und damit unterstreicht, dass sich Subjekte als ästhetische bilden können und auch müssen. Dass sich Subjekte ästhetisch bilden können und müssen, führt, so meine These, die ich jetzt heute zur Diskussion stellen möchte, zu einer notwendigen Differenzierung zwischen ästhetisch nicht, weniger oder umfassend Gebildeten. Die Frage, die sich einhergehend mit dieser Differenzierung stellt und die in den von mir heute vorgestellten Ansätzen zu einem großen Teil aber nicht explizit behandelt wird, ist diejenige, ob und inwiefern ästhetische Subjekte auf die Eingebundenheit in ästhetische Gemeinschaften angewiesen sind, um sich zu bilden. Also spielt ästhetische Gemeinschaft für die ästhetische Bildung eine zentrale Rolle oder nicht? Diese Frage hat nicht nur eine weitreichende theoretische Dimension und rührt an Bereiche, die in der Ästhetik bisher kaum beleuchtet wurden. Traditionell kümmert sich die Ästhetik ja, wie eingangs erwähnt, vorrangig um das einsame, von anderen abgeschottete Erfahren und Herstellen von ästhetischen Dingen. Also ich werde heute noch auf Kant zu sprechen kommen, den Sie ja, glaube ich, auch in diesem Rahmen auch thematisiert haben, und der betont das ganz, ganz stark, inwiefern das ästhetische Subjekt bei sich selbst ist, wenn es ästhetisch erfährt. Reflexionen über ästhetische Themen gehen fast durchwegs Hand in Hand mit dem Nachdenken über die individuelle Erfahrungs- und Handlungsdimension. Inwiefern die oder der Einzelne im Verbund, im Austausch, in der Debatte oder in Abgrenzung von anderen ästhetisch wahrnimmt, urteilt und handelt, bleibt zu einem großen Teil als Frage ausgeklammert. Die Perspektive, die ich mit der Thematisierung eines ästhetischen Subjekts, das sich im Verhältnis zu und in der permanenten Auseinandersetzung mit einer ästhetischen Gemeinschaft bildet, zu eröffnen versuche, berührt eine Reihe von nicht nur theoretischen, sondern auch von praktischen Problemen und Herausforderungen. Diese wären zum Beispiel: Wie kann Personen, deren Umfeld wenig Berührung mit ästhetischen Dingen kennt, der Zugang zu diesen nicht bloß temporär, sondern auch nachhaltig ermöglicht werden? Müssen sie dazu zunächst in eine etablierte ästhetische Gemeinschaft eingeführt werden? Wie könnte die Entstehung solcher ästhetischen Gemeinschaften in gesellschaftlichen Bereichen angeregt werden, die nicht schon eine natürliche Affinität sozusagen zum Ästhetischen haben? Solche Fragen spielen gerade für eine bildnerische Erziehung und einen Kunstunterricht eine immense Rolle, der zwar in der Schule stattfindet, aber seinen Wirkungsbereich
nicht auf das Leben in der Schule beschränken will, weil da muss es ja dann darum gehen, wie man sozusagen diese Kunst und ästhetischen Erfahrungen auch in anderen Orten umsetzen kann. Meine Ausführungen werden sich in drei Teile gliedern. Zunächst werde ich die bereits angedeutete, im 18. Jahrhundert entstehende Spannung zwischen jenen vorrangig rationalistischen und idealistischen Positionen, die die Natürlichkeit der ästhetischen Erfahrung betonen, also das ist die eine Seite, und jene vorrangig empiristischen und sensualistischen Positionen erörtern, die unterstreichen, dass ästhetisches Erfahren aktiv praktiziert, geübt und reflektiert gehandhabt werden muss, um sich zu perfektionieren. Dabei werde ich auf Francis Hutcheson, Immanuel Kant, David Hume und Lord Kames zu sprechen kommen. Also alle Denker des 18. Jahrhunderts. In einem zweiten Teil werde ich mich der Frage widmen, inwiefern es in den vorgestellten Theorien offene, aber auch versteckte Reflexionen über die soziale Verfasstheit und Eingebundenheit des ästhetischen Erfahrens gibt. Also inwiefern ästhetische Gemeinschaft für ästhetische Bildung eine Rolle spielt. Ich werde herausarbeiten, wie sich das ästhetische Subjekt laut Kant, Hume und Kames im Verhältnis zur Gemeinschaft verhält. Inwiefern es von dieser abhängt oder selbst vielleicht sogar gemeinschaftsstiftend wirken kann. Zusätzlich zu den im ersten Teil erwähnten Denkern aus dem 18. Jahrhundert werde ich zwei Autoren des 20. Jahrhunderts mit in die Diskussion bringen, die ästhetische Gemeinschaften in einer anderen Weise thematisieren, um sozusagen ein bisschen ein breiteres Spektrum an Weisen, wie man das Thema angehen kann, irgendwie auch zu bieten. Einmal Ludwig Wittgenstein, bei dem das ästhetische Subjekt in einer normalisierten ästhetischen Gemeinschaft fast untergeht, also der macht die genau andere Perspektive an, dass das ästhetische Subjekt nicht einsam ist, sondern sozusagen wirklich Teil der Gemeinschaft. Und einmal Nelson Goodman, der eine elitäre Gemeinschaft von ästhetischen ExpertInnen denkt, die quasi keinen Bezug mehr zu sozialen Schichten unterhält, die keinen geübten Umgang mit Kunst und Kultur haben. Also zwei verschiedene Formen von realen ästhetischen Gemeinschaften sozusagen. Im letzten Teil meines Vortrags werde ich schließlich auf Probleme hinweisen und danach fragen, wie man das Verhältnis von Subjekt und Gemeinschaft als dynamisches denken könnte, in dem weder das Subjekt noch die Gemeinschaft sich gegenseitig dominieren oder gar ausschließen, bedingen. So. Kommt zum ersten Teil, natürliche und gewordene Subjekte. Zur Rolle der Bildung, ästhetische Erfahrung in den ästhetischen Theorien des 18. Jahrhunderts. 1725 präsentiert Francis Hutcheson mit seiner Inquiry into the Origins of Our Ideas of Beauty and Virtue eine der einflussreichsten modernen ästhetischen Theorien. Neben der unter anderem von Immanuel Kant wohlwollend aufgenommenen Idee der Interesselosigkeit der ästhetischen Erfahrung, also ich denke, darüber haben Sie wahrscheinlich schon diskutiert im Kolloquium, entwickelt Hutcheson in seiner Schrift die Überzeugung, dass ästhetisches Erfahren ein natürliches Vermögen sei, das jedem Mensch qua Mensch von Geburt an gegeben ist. Die Natürlichkeitsthese, also so nenne ich die, die eben besagt, dass ästhetisches Erfahren nicht erlernt wird, sondern als ein Sinn, Sense nennt das Hutcheson, gegeben ist, ist im sensualistischen Kontext, in dem Hutcheson sozialisiert ist, allerdings eine eher untypische Position. Also Hutcheson ist ein sehr untypischer Sensualist in dieser Hinsicht. Der englische Empirismus und Sensualismus, mit dem wir uns ja heute noch näher auseinandersetzen werden, hinter dem als Pioniere große Denker des 17. Jahrhunderts wie Francis Bacon und John Locke stehen, betont mit der von ihm vertretenen Vormachtstellung der Erfahrung, also der Erfahrungsbegriff steht da sehr stark im Zentrum, gemeinhin, dass unterschiedliche Vermögen zwar als Anlage vorhanden seien bei der Geburt, dass diese Anlagen aber gepflegt werden müssen, dass ständig und anhaltend praktiziert, wiederholt und geübt, kurz das gelernt werden muss, damit sich diese Anlagen entfalten. Also wenn man nicht lernt, dann bleibt es dabei, dass es eine Anlage gibt, aber man hat kein Vermögen sozusagen. Nichtsdestotrotz vertritt der Sensualist Hutcheson aber die Ansicht, dass es sich mit dem ästhetischen Erfahren als Vermögen anders verhält. Nicht nur wird dieses nicht erlernt. Durch Kontexte des Lernens, wie etwa die Erziehung, kann es sogar verlernt werden. In puncto ästhetisches Erfahren
gilt es laut Hutchison so auch, zum Natürlichen zurückzukehren und sich auf ein ursprüngliches Vermögen zu besinnen, wenn man Schönes wahrnehmen und über dieses urteilen will. Rund 30 Jahre später stellt David Hume, der sich selbst nicht nur als guten Empiriker, sondern auch als Skeptiker sieht, die Natürlichkeitsthese, sehr beispielhaft für ästhetische Reflexionen im englischen Empirismus, in Frage. In seinem vergleichsweise kurzen Essay of the Standard of Taste, den wir heute ja noch lesen werden gemeinsam und diskutieren, entwickelt er das Argument, dass sich die in der Welt beobachtbare Vielfalt der Geschmäcker und ästhetischen Vorlieben nur dann auflösen und in Harmonie zusammenführen lassen, wenn wir einsehen, dass ästhetisches Erfahren nicht schlichtweg als ausgebildetes Vermögen gegeben sei, schon von Geburt an. Ästhetisches Erfahren muss laut Hume sorgsam trainiert, geübt und perfektioniert werden, um als solches überhaupt gelten zu können. Nur diejenigen, die sich ausreichend geübt haben, die ihren Sinn ausdifferenziert haben, die zudem den Kontext kennen, vor dessen Hintergrund sie ein ästhetisches Urteil fällen und zwischen ästhetischen Dingen, in deren Details und Wertigkeit unterscheiden können, können auch tatsächlich als ästhetische Subjekte betrachtet werden. Und die so verstandenen ästhetischen Subjekte, zu denen im Endeffekt dann nur eine Bildungselite zählt, und das scheint mir recht wichtig zu sein, verkörpern als Einzelne eine Art von ästhetischer Gemeinschaft, die einhellige ästhetische Urteile fällt. Also die urteilen alle in derselben Art und Weise. Diese Art von ästhetischer Gemeinschaft gebildeter, kompetenter ästhetischer Subjekte ist, ich werde darauf dann später noch einmal zu sprechen kommen, Raum-, Kultur- und Epochenübergreifend. Also die ist nicht spezifisch für eine bestimmte Zeit oder einen bestimmten Raum oder eine Kultur, sondern sie transzendiert diese Räume, Kulturen und Zeiten. Sie ist universal, obwohl nur einzelne Subjekte sich rechtmäßig als gelebter Teil dieser Gemeinschaft deklarieren können. Hume geht es darum, einen ästhetischen Standard zu beschreiben, der allgemeingültig und nicht zeitlich oder räumlich beschränkt ist. Obwohl die ästhetische Gemeinschaft also de facto zahlenmäßig stark beschränkt ist, also es sind nur Einzelne, die dann wirklich irgendwie Teil dieser Gemeinschaft sind, gibt es sie doch nur als die eine, universal geltende. Mehrere wie unterschiedliche Gemeinschaften im Bereich des Ästhetischen lässt Hume nicht zu. Denn sie würden die Einhelligkeit und Gültigkeit sorgfältig gefällter ästhetischer Urteile auf nur relative Kontexte beschränken. Ähnlich wie Hume zielt auch Lord Kames darauf, den Standard of Taste gegen einen ästhetischen Relativismus zu verteidigen. Also in dem Zeitraum, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, gibt es im britischen Empirismus zahlreiche Texte, die genau diesen Titel Standard of Taste tragen. Ja. Also es ist eine wirklich unendlich breite Debatte, die da geführt wird. Auch bei Kames erweist sich das ästhetische Subjekt als ein zu bildendes, das nicht bereits von Geburt an mit dem vollen Vermögen ausgestattet ist, das Schöne wahrzunehmen und über es zu urteilen. In der Betonung der Rolle des Lernens, der Erfahrung und der Übung ist seine Theorie der von Hume sehr ähnlich. Anders als Hume betont Kames allerdings die Rolle sozialer Unterschiede für die Bildung des ästhetischen Subjekts. Damit wird in Anschluss an seine Überlegungen auch ein anderer Entwurf ästhetischer Gemeinschaft möglich. Und darauf werde ich dann im Anschluss noch näher zu sprechen kommen. Also jetzt stelle ich das mal so in den Raum. Das wird aber im zweiten Teil des Vortrags noch ein großer Punkt werden. Mit dieser typisch empiristischen Position von Humes und Kames, die das ästhetische Subjekt als gebildetes und die ästhetische Gemeinschaft, der es angehört, als eine universalistische versteht, ist nun eine Seite der Spannung der ästhetischen Diskussionen im 18. Jahrhundert benannt. Die andere Seite ist mit der von Hutchison eingeführten Natürlichkeitsthese zu Beginn von mir schon angedeutet worden und die möchte ich jetzt noch näher ausführen. Sie wird von Kant schließlich aufgenommen, der zwar einer ganz anderen diskursiven Tradition als Hutchison angehört, sich aber eingehend auch mit empiristischen Denkern, vor allem des englischen Raums, auseinandergesetzt hat. Also Kant hat sehr, sehr viel englische Denker gelesen. Kant buchstabiert Hutchisons These, dass ästhetisches Erfahren
ein natürliches Vermögen sei, noch weiter aus und fundiert diese in transzendentaler Hinsicht. Für ihn ist ästhetisches Erfahren als uninteressiertes Wohlgefallen ein von Geburt an gegebenes, nicht weiter trainier- oder übbares Vermögen. Das Schöne kontemplieren zu können und in der Lage zu sein, ein adäquates Schönheitsurteil zu fällen. Kraft seiner eigenen transzendentalen Vermögen ist jeder Mensch als Mensch schon immer ästhetisches Subjekt. Das ästhetische Subjekt frönt dem Schönen im solipsistischen Müßiggang und steht von daher in seiner Auseinandersetzung nicht mit anderen im Austausch. Also Kant sagt sogar, ich weiß nicht, ob Sie diese Stelle gelesen haben aus der Kritik der Urteilskraft, dass das ästhetische Subjekt sich sozusagen in Selbstbezug, in der Selbstreflexion nur dem Schönen wirklich aussetzen kann. Eine ästhetische Gemeinschaft wird höchstens dort fassbar, wo über das Schöne Uneinigkeit herrscht und über dieses diskutiert wird. Kant allerdings löst die Frage nach der Uneinigkeit über das Schöne von einem Thematisieren des tatsächlichen Zusammentreffens unterschiedlicher ästhetischer Subjekte ab. Ja, das ist ganz interessant, weil er sagt nämlich, dann wird sozusagen nicht in einer realen Gemeinschaft darüber gestritten, ob etwas schön ist oder nicht, sondern es wird, als streitet ein Mensch in seinem eigenen Kopf sozusagen über dieses Thema. Er nennt das dann die sogenannte erweiterte Denkungsart. Und die ermöglicht es, der oder dem Einzelnen sich als andere Person vorzustellen. Durch diese Erweiterung kann jede und jeder für sich in einem reflexiven Akt zur adäquaten Auseinandersetzung mit dem Schönen gelangen. So, kommen wir zum zweiten Teil. Ästhetische Subjekte und ästhetische Gemeinschaften, versteckte und offene Reflexionen über die soziale Verfasstheit und Eingebundenheit des ästhetischen Erfahrens. Mit Kants Ästhetik ist das ästhetische Subjekt dank seiner transzendentalen Vermögen sowohl hinsichtlich seiner Fertigkeiten als natürlich konstituiertes, als auch hinsichtlich seiner sozialen Verfasstheit als solipsistisch charakterisiert. Es muss sich nicht üben, es muss nicht lernen, es muss sich weder Wissen noch Praxis aneignen, um ein adäquates Schönheitsurteil fällen zu können. Es muss sich lediglich auf sich selbst und sein interesseloses Wohlgefallen besinnen. Und das tut es im Alleingang, ohne das Beisein anderer, einen Dialog oder Austausch mit diesen. Hume und Keynes vertreten mit ihren empiristischen Entwürfen demgegenüber die Ansicht, dass sich ästhetische Subjekte sehr wohl zu bilden haben. Der Sinn für das Schöne ist zwar jeder und jeden der Möglichkeit nachgegeben, über die Mittel und Chancen, diesen zu kultivieren und in der Folge zu einem ästhetischen Subjekt im vollen Sinne zu werden, verfügen allerdings nicht alle. Hume weist unter anderem auf physiologische Einschränkungen hin. Keynes verweist dezidiert darauf, dass genügend Zeit und die Gelegenheit zum Müßiggang notwendig sind, um den Sinn für das Schöne schulen zu können. Er spricht in diesem Rahmen ganz offen und wie nur weniger Denker seiner Zeit die sozialen Bedingungen ästhetischer Bildung an. Ästhetische Subjekte bedürfen also einer Reihe von Fertigkeiten, die sie auf ihrem Bildungsweg erst aktiv erwerben müssen und ihnen nicht von Geburt an bereits in die Wiege gelegt sind. Sie müssen differenziert wahrnehmen können, sie müssen Details erkennen können, Vergleiche anstellen und reflektierte Urteile fällen können. Nur unter diesen Voraussetzungen entspricht ihre letztendliche Erfahrung und das damit verbundene Urteil dem laut Hume Standard of Taste, also so nennt er das dann, und Keynes nennt dasselbe Common Sense, also Gemeinsinn. Welche Rolle spielt nun die Gemeinschaft in der Konstitution des ästhetischen Subjekts? Wie sehr zeigt sich die Bildung des ästhetischen Subjekts von einer Gemeinschaft oder unterschiedlichen Gemeinschaften abhängig? Und wie wäre entsprechend eine ästhetische Gemeinschaft überhaupt zu verstehen? Hume thematisiert die gemeinschaftliche Dimension des ästhetischen Urteils insofern, als er an dessen universaler Gültigkeit festhält. Also ich habe vorher schon kurz darauf hingewiesen. Ein subjektives Urteil, gefällt von einem gebildeten ästhetischen Subjekt, ist ein allgemeingültiges Urteil, das quasi als Ausdruck nicht des Individuums,
sondern der Allgemeinheit gefällt wird. Hume betont in diesem Sinne, dass die Kritikerin oder der Kritiker von ihrer oder seiner persönlichen Perspektive und den individuellen Vorlieben so weit als möglich Abstand nehmen muss. Er oder sie muss sich als jemand anders vorstellen, als eine Person im Allgemeinen. Das gebildete ästhetische Subjekt erscheint als Vertreterin einer idealen Form von ästhetischen Gemeinschaft. Diese ästhetische Gemeinschaft nenne ich ideal, weil sie nicht real konstituiert existiert, sondern weil sie gerade in dem besteht, was Hume auch den Standard of Taste nennt. Also der Standard of Taste ist quasi diese ideale ästhetische Gemeinschaft. Sie ist die Bezugsgröße für das universalgültige Schönheitsurteil. Das ästhetische Subjekt bildet sich in diesem Sinne hin zu dieser Art von Gemeinschaft, die keinen realen Ort in der Welt hat, sondern die über die Zeiten, Räume und Kulturen hinweg stets dieselbe bleibt. Und deswegen können auch dann Menschen aus unterschiedlichen Epochen dieselben Urteile über das Schöne fällen. Keynes denkt die ästhetische Gemeinschaft einerseits ganz ähnlich wie Hume, wenn er betont, dass der geteilte Horizont der ästhetischen Subjekte im Common Sense, also in diesem Gemeinsinn liegt. Wir alle haben potenziell Zugang zu diesem Gemeinsinn und sind insofern der Möglichkeit nach zumindest Teil der ästhetischen Gemeinschaft. Um wirklich und real an ihr teilzuhaben, bedarf es aber der Bildung. Keynes betont, dass die Gemeinschaft immer verschiedene soziale Schichten umfasst, die in ihrem Bezug zum Ästhetischen, wie auch in vielen anderen Dingen freilich, stark differieren. Für ihn liegt in der Schaffung eines Raumes, in dem sich diese unterschiedlichen Schichten treffen und sich in ihrer Freude am Schönen harmonisieren, eine Chance zur Verbesserung der gemeinschaftlichen Lebensumstände. Und das erinnert ein bisschen, ich glaube, Sie haben auch Schiller diskutiert, oder? Das erinnert ein bisschen an den ästhetischen Staat von Schiller. Also es hat ein bisschen was von dieser Idee. Denn die Heterogenität der Gemeinschaft hat ein Unverständnis einzelner Gruppen füreinander zur Folge. Also die normale Situation in der Gemeinschaft ist immer so, dass es da Konflikte gibt. Wird eine Möglichkeit gefunden, dass diese heterogenen Schichten auf ihre Ähnlichkeit hingewiesen werden und eben nicht auf ihre Unterschiedenheit? Und wird eine geteilte gemeinschaftliche Erfahrung gemacht, wie sie sich eben durch die ästhetische Erfahrung bietet, der Meinung Keynes nach? Dann verbündet sich diese Gemeinschaft wirklich. Und sie wird gestärkt. Also das ist sozusagen die politische Hoffnung hinter der ästhetischen Bildung. Radikaler als Hume denkt Keynes so die politische Dimension einer so verstandenen idealen ästhetischen Gemeinschaft, in der alle übereinkommen und somit in Harmonie und Frieden miteinander leben können. Würden alle in einem solchen ästhetischen Raum zusammenfinden, dann würden sich die Menschen unterschiedlichster Schichten, Grade, Überzeugungen und Interessen verstehen und auch Verständnis füreinander aufbringen. Es gibt bei Keynes neben dieser Hoffnung auf eine Verständigung heterogener Gruppen in einer umfassenden ästhetischen Gemeinschaft noch eine weitere Form von Vergemeinschaftung im Bereich des Ästhetischen, die weniger universalistisch und umfassend ist, also die ein bisschen differenzierter ausschaut. Keynes ist sich der unterschiedlichen Sozialisation heterogener Gruppen, die in einer Gemeinschaft zusammenleben, durchaus bewusst. Er benennt auch die Konflikte, die damit den gemeinschaftlichen Alltag bestimmen können, wenn unterschiedliche Interessen verfolgt werden, wenn Macht, Wissen und Bildung ausgespielt werden, um die weniger mächtigen, Wissenden und Gebildeten zu unterdrücken. Diese unterschiedliche Sozialisation kann nun aber interessanterweise auch zur Konstitution unterschiedlicher ästhetischer Gemeinschaften führen. So viel deutet Keynes zumindest an, wenn er beschreibt, dass nicht nur kulturaffinere Nationen, wie zum Beispiel, er bringt das Beispiel der Italiener, ästhetisch gebildete Subjekte selbst in den sozialen niedrigen Schichten hervorbringen. Also er sagt, bei den Italienern ist es so, dass sogar der Bäcker sozusagen irgendwie ästhetisch affin ist und das ist in anderen Nationen nicht so. Auch innerhalb derselben Gemeinschaft, einer Nation oder eines Staates, gibt es Gruppen, die ästhetische Fertigkeiten in ganz spezifischen Bereichen ausbilden. Jede und jeder übt sich im differenzierten Wahrnehmung in dem jeweiligen Bereich, der
von sie oder ihn aufgrund ihrer oder seiner Gruppenzugehörigkeit und auch seiner Kultur naheliegt. Und jetzt bringt Keynes das Beispiel des Schäfers. Also er sagt, ein Schäfer kann weitaus exakter zwischen Schafen unterscheiden und damit Details in ihrer Erscheinung erkennen, als zum Beispiel ein Schmied das kann. Damit hat er in dieser Hinsicht auch gesteigerte Fertigkeiten im präzisen Wahrnehmen, im Sich-Einlassen auf die jeweilige Erscheinung. Und diese Fertigkeiten, die haben sozusagen ästhetischen Wert. Keynes buchstabiert diesen Umstand jetzt zwar nicht für die Frage nach der ästhetischen Gemeinschaft explizit aus, aber man könnte daraus schließen, also das ist mein Vorschlag, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher ästhetischer Gemeinschaften gibt, in denen man durch den Austausch mit Gemeinschaftsmitgliedern je unterschiedliche Fertigkeiten des Wahrnehmens und Urteilens erlernen kann. Im Hintergrund der empiristischen Theorien des 18. Jahrhunderts steht trotz dieser Pointe die starke Überzeugung, dass die ästhetische Gemeinschaft eine universale ist, die Zeiten, Räume und Kulturen transzendiert und diese dadurch verbindet. Ganz anders als die Empiristen und doch mit ähnlichen Beobachtungen operierend, präsentiert Ludwig Wittgenstein im 20. Jahrhundert seine Position. Sie ist eine der wenigen in der Geschichte der Ästhetik, die die Gemeinschaft, in der ästhetische Subjekte sich konstituieren, ganz explizit zum Thema macht. Also das ist wirklich der Hauptfokus eigentlich von seinen Überlegungen in den Lectures on Aesthetics. Als Folge spielt die Erfahrung und Wahrnehmung, das Urteil der oder des Einzelnen bei Wittgenstein kaum eine Rolle. Also er löst diese subjektivistische Ästhetik eigentlich vollkommen auf. Wittgensteins Idee von Lernen, Erwerb von Fertigkeiten und Wissen, schließlich Bildung im Bereich des Ästhetischen und nicht nur hier, aber das ist jetzt das, worüber wir sprechen, ist generell weit weniger aktiv gedacht als die von Hume und Keynes. Also bei Hume und Keynes engagieren sich die ästhetischen Subjekte sozusagen aktiv. Ne? Also sie lernen aktiv aus eigenem Engagement heraus, sagen wir so. Wittgenstein versteht die ästhetischen Subjekte aber als abgerichtet. In dem jeweiligen kulturellen und gemeinschaftlichen Kontext, in dem sie aufwachsen und leben. Sie lernen sich in die Regeln ein, die zur jeweiligen Zeit und im Rahmen der Gemeinschaft herrschen, inkorporieren diese und ihre Erfahrungen und Urteile gestalten sich dementsprechend aus. Laut Wittgenstein sind ästhetische Erfahrungen und Schönheitsurteile so auch abhängig von der Kultur, der Zeit und dem Kontext, in dem ein ästhetisches Subjekt zum solchen wird. Sie sind aber nicht so sehr abhängig von dessen persönlichen Engagement, Blickpunkt oder dessen Vorlieben. Es ist daher in diesem Fall auch die ästhetische Gemeinschaft, die nicht mehr ideal und universal, sondern real und relativ gedacht wird, die das ästhetische Subjekt hervorbringt. Also Wittgenstein sagt tatsächlich, zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen gibt es einfach unterschiedliche Schönheitsurteile. Die Beziehung zwischen den beiden ist eine Abhängigkeit des Letzteren, also des ästhetischen Subjekts, von der ästhetischen Gemeinschaft vom Ersteren. Eine Art von Abhängigkeit von der ästhetischen Gemeinschaft lässt sich aus den Überlegungen von Nelson Goodman ableiten und sie unterscheidet sich ziemlich stark von der von Ludwig Wittgenstein, auch wenn Goodman auch eine reale ästhetische Gemeinschaft thematisiert. Nach Goodman lässt sich eine ästhetische Gemeinschaft nicht als der in einer bestimmten Zeit, Kultur und Raum herrschende Common Sense verstehen, an dem alle in dieser Zeit, Kultur und Raum lebenden teilhaben. Für ihn ist die ästhetische Gemeinschaft abgeschottet, sie ist elitär. Durchaus im Sinne Humes, also der das auch so thematisiert, und ich glaube, wir werden das heute noch näher besprechen, wenn wir den Hume-Text diskutieren, allerdings mit einer unterschiedlichen Konsequenz. Hume und Goodman betonen beide, dass sich ästhetische Subjekte als Experten und Expertinnen verstehen lassen und dass sie damit einen elitären Raum besetzen, der denjenigen, die nicht dieselben Kompetenzen besitzen, verschlossen bleibt. Die ästhetische Gemeinschaft, zu der sie sich dadurch bekennen und die sie vom weniger gebildeten Rest abhebt, ist für Hume, wie bereits ausgeführt, eine Ideale. Also das ist das ideale Prinzip des Standard of Taste. Hierin ist sie letztendlich darauf ausgerichtet, für eine Einhelligkeit und Einstimmigkeit zu sorgen. Sie hat als solche dann auch Bedeutung für alle Subjekte, also auch für diejenigen, die nicht gebildet sind.
Für Goodman allerdings ist die ästhetische Gemeinschaft, auf deren Zugehörigkeit das sich bildende ästhetische Subjekt drängt, nicht ideal, sondern real. Eine Gruppe von Experten und Expertinnen, deren Hauptinteresse in der Auseinandersetzung mit ästhetischen Dingen besteht. Das ist die ästhetische Gemeinschaft nach Goodman. Diese ästhetische Gemeinschaft markiert oder einen Ausschnitt aus einer größeren Gemeinschaft, der von dieser abgeschottet und elitär ist und unzugänglich für die Nichtgebildeten bleibt. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Also Goodman problematisiert das auch nicht. Argumentieren Hume und Keynes mit Blick auf die ästhetische Gemeinschaft also weitestgehend universalistisch und verunmöglichen so den Blick auf reale ästhetische Gemeinschaften? Vertreten Wittgenstein und Goodman die Gegenposition und verstehen ästhetische Gemeinschaften als real und mit nur regionaler Wirkdimension? Die Konsequenz von Wittgensteins kulturrelativistischer Perspektive ist, dass sich unterschiedliche ästhetische Gemeinschaften radikal unterscheiden. Und so etwas wie ein gemeinschaftlicher Raum des ästhetischen Erfahrens, in dem sich die heterogenen Gruppen verständigen könnten, schlichtweg nicht gegeben ist. Also er thematisiert das auch nicht wirklich. Bei Goodman scheint es, vielleicht noch radikaler, keinen Grund für eine Verständigung der realen ästhetischen Gemeinschaften mit dem Rest der nicht ästhetischen Gemeinschaften zu geben. Alle beschriebenen Ansätze verunmöglichen damit den Blick auf ein produktives, gegenseitiges Konstitutionsverhältnis zwischen ästhetischen Subjekten und ästhetischer Gemeinschaft sowie einen nachhaltigen Austausch zwischen unterschiedlichen ästhetischen Gemeinschaften. Die Frage, die ich in meinem letzten Abschnitt, also der sehr kurz ist, stellen möchte, ist daher, ob ästhetische Subjekte und ästhetische Gemeinschaften in ihrem Verhältnis nicht so gedacht werden könnten, dass es möglich wird, sowohl die reale Bedeutung der Gemeinschaft für die Konstitution und Bildung des Subjekts zu verstehen, ohne aber dabei völlig darauf verzichten zu müssen, dass dieses auch über den gemeinschaftlichen Rahmen hinaus neue gemeinschaftliche Allianzen schließen könnte. So, damit komme ich zum abschließenden Teil. Alternative Wege der Bildung ästhetischer Subjekte und ästhetischer Gemeinschaften. Bedeutend dafür, diese Frage beantworten zu können, scheint mir zunächst die Charakterisierung des Bildungsweges, der für die Genese des ästhetischen Subjekts wesentlich ist in den Ansätzen, die ich vorgestellt habe. Bei Wittgenstein kann man nicht von Bildung im starken Sinne des Wortes sprechen, wenn die passive Inkorporation, die Abrichtung, die Normalisierung letztendlich des Subjekts durch gemeinschaftlich gelebte Überzeugungen, Werte und Normen in den Vordergrund gerückt wird. Das ästhetische Subjekt ist als passiv und erleidend charakterisiert. Es bekommt, radikal formuliert, den Stempel jenes spezifischen Kontextes aufgedrückt, in dem es lebt und erzogen wird. Selbstgestaltende und aktive Bewegungen des Aufnehmens, Erwerbens von Wissens und Fertigkeiten, des Lernens werden in diesem Rahmen kaum angesprochen. Bei Hume und Keynes dagegen ist das Subjekt zwar auch seinen Wahrnehmungen und Erfahrungen ausgesetzt, und hierin vielleicht passiver gezeichnet als im rationalistischen und idealistischen Denken. Es kann sich aber aktiv übend und lernend engagieren und sich hierin in einem Sinne bilden, der es von denjenigen unterscheidet, die selbst kein solches Engagement zeigen. Freilich hat es die Möglichkeit dazu nur, wenn es gewissermaßen privilegiert ist. Und das scheint mir, wie gesagt, recht wichtig zu sein, weil es darf natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass die Theorien des englischen Empirismus eigentlich immer den britischen Gentleman-Bürger meinen, wenn sie vom ästhetischen Subjekt sprechen. Also jemand anderer kommt da eigentlich gar nicht in Frage. Nichtsdestotrotz muss es aber selbst praktizierend, lernend und übend dazu beitragen, zum ästhetischen Subjekt und damit ein Teil einer höheren ästhetischen Gemeinschaft zu werden. Goodman beschreibt die Aneignung von ästhetischen Kompetenzen als ein aktives Bestreben des wiederholten Praktizierens und Übens, das durch die Normen der jeweiligen ästhetischen Gemeinschaft angeregt wird. Also da gibt sozusagen die ästhetische Gemeinschaft vor, welche Normen herrschen, und daran orientiert sich das ästhetische Subjekt. Die vorgegebenen Normen sorgen dann dafür, dass auch richtig und zielführend geübt werden kann. In allen besprochenen Ansätzen geht es um die Verfeinerung und Differenzierung der Wahrnehmung mit dem Ziel, ein adäquates Schönheitsurteil zu fällen,
das im Rahmen der jeweiligen idealen oder bloß regionalen ästhetischen Gemeinschaft Gültigkeit besitzt. Also es geht immer darum, dass man dorthin kommt, so zu urteilen, dass die Gemeinschaft das sozusagen als richtig und adäquat akzeptiert. Die Idee der Gemeinschaft kommt also erst dort ins Spiel, wo man beginnt zu evaluieren, ob die Aussage, das ist schön, adäquat ist. Damit ist sie für die Erfahrung selbst aber in gewissem Sinne unbedeutend. Radikal könnte man formulieren, dass in den Theorien ästhetischer Bildung nach Hume, Keynes und auch Goodman das ästhetische Subjekt sich zunächst im Alleingang bildet, weil da wird auch nicht erzogen, also da ist auch kein Lehrer oder keine Lehrerin da, die sozusagen einem beibringt, wie man jetzt gut differenziert wahrnimmt oder so, oder sich zumindest rein theoretisch bilden kann, um sich dann mit seinen erworbenen Fertigkeiten als Teil der Gemeinschaft zu qualifizieren. Also man tritt erst dann in die ästhetische Gemeinschaft ein, wenn man sich schon gebildet hat. Für die ästhetische Erfahrung selbst würde die gemeinschaftliche Dimension aber dann gar keine Rolle spielen. Bei Wittgenstein dagegen hat die ästhetische Erfahrung durch die immense Bedeutung der Eingelassenheit in den jeweiligen Kontext und die dort herrschenden Spiele und Spielregeln per se eine gemeinschaftliche Dimension, würde ich zumindest denken. Ihr verbleibt aber kaum ein persönlicher Spielraum, wodurch die Grenzen des ästhetischen Subjekts durch die Grenze der jeweiligen ästhetischen Gemeinschaft gezeichnet sind. Für einen ersten suchenden Impuls, diese beiden Sackgassen, also die mir halt als Sackgassen erscheinen, im Nachdenken über ein gegenseitiges Konstitutionsverhältnis von ästhetischem Subjekt und ästhetischer Gemeinschaft zu überwinden, kann also festgehalten werden, dass das Subjekt zwar eingelassen in gemeinschaftliche Wahrnehmungs- und Erfahrungsmuster mit den damit einhergehenden Werten und Normen verstanden werden muss, das mit seiner Abgerichtetheit, mit Wittgenstein gesprochen, in einem bestimmten Kontext, aber nicht seine Erfahrungs- und Weiterhandlungsmöglichkeiten bereits erschöpft sind. Was Wittgenstein nicht ausreichend bedenkt, das sind die Heterogenität der Subjekte in einer Gemeinschaft, wie auch die Beziehungen unterschiedlicher ästhetischer Gemeinschaften zueinander und somit auch mögliche gemeinschaftsübergreifende Bezugnahmen. Also er spricht immer nur über einzelne regionale Gemeinschaften und nicht, wie die sich zeitübergreifend sozusagen zueinander verhalten oder auch raumübergreifend. Ansätze, diese mit einzubeziehen, könnten sich bei anderen Autorinnen, wie zum Beispiel bei Judith Butler, das stelle ich jetzt aber wirklich nur in den Raum finden lassen, die betont, dass Subjekte im jeweiligen Sozialisationskontext normalisiert werden, also da ist sie sozusagen bei Wittgenstein und beim sozialen Konstruktivismus, dass diese Kontexte sich aber selbst in einem steten Wandel befinden und zudem Grenzen haben, die als solche von innen wie auch von außen thematisiert werden können. Und damit können diese Grenzen sozusagen auch in Frage gestellt werden. Diese Denkfigur, so scheint mir, könnte für ein Nachdenken über ästhetische Bildung im Kontext der Frage, die ich eben aufgemacht habe, von ästhetischen Subjekten und ästhetischen Gemeinschaft, herangezogen werden, um einen Schritt weiterzugehen und die erörterten Theorien sozusagen irgendwie noch einmal zu hinterfragen und dann eine neue Perspektive aufzumachen. Aber das lasse ich jetzt so als mögliche Perspektive im Raum stehen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit, freue mich auf die Diskussion.